Hallihallo. Unser heutiges Vereinstreffen war ziemlich wertvoll zum Thema Selbstwert. Ich habe auch eine Geschichte für euch. Meine Tochter war 4 oder 5 Jahre alt. Auf jeden Fall ist sie noch nicht zur Schule gegangen und war öfters mal bei der Nachbarin spielen. Das Mädchen dort ist ein Jahr älter gewesen und meine Nachbarin spricht mich einmal darauf an und sagt: Deine Tochter ist ziemlich selbstbewusst. Weißt du das? Und ich habe gesagt: Ja, das weiß ich schon. Sie sagt, sie macht ihnen Wurstbrote und meine Tochter weigert sich, diese zu essen, weil Butter drunter war. Und sagte, wenn sie kein Brot ohne Butter bekommt, geht sie nach Hause, weil sie hat jetzt schon Hunger. Dann wäre aber die Tochter, also das Mädchen, die Nachbarin, traurig gewesen. Also hat sich meine Nachbarin dazu entschlossen, der Jessica ein Brot ohne Butter zu machen, mit einem Scheibchen Wurst darauf. Sie hat sich also durchgesetzt. Sie wusste, sie ist es wert, ein Brot ohne Butter zu bekommen. Dieser Selbstwert ist angeboren. Wir alle hatten den, manche haben sich den erhalten können, aber die meisten eben nicht. Aus dem Selbstwert wird ein Leerwert oder wir werden wertleer. Das passiert, weil Kinder bis zum 12. Lebensjahr nicht unterscheiden können, bin ich falsch, bin ich nichts wert oder meint mein Gegenüber nur, dass meine Leistung nichts wert ist, zu wenig ist, dass ich nicht genüge oder dass meine Leistung nicht genügt. Bis zum 12. Lebensjahr ist es für Kinder nicht möglich, da hier eine Unterscheidung zu treffen. Das heißt, die ersten 4 Schuljahre malträtieren massiv den Selbstwert jedes Menschen. Wir fangen also an, unsere Lehre, Wertlehre, mit Applaus zu befüllen. Leistung, ich habe eine 1, ich habe eine 2, ich kann das, ich kann dies, ich kann jenes. Schau mal, wie toll ich bin. Das heißt, wir füllen die Lehre mit Dingen von außen, mit Applaus, mit Leistung. Dann geht es in den Fremdwert. Der Fremdwert wird auch von außen bestimmt. Menschen sagen uns, was wir wert sind, was wir nicht wert sind, und wir richten uns danach. Wenn du einen 10-Euro-Schein nimmst und ihn zerknüllst, ihn bespuckst und ihn beschimpfst, er bleibt immer 10 Euro wert. Er verändert seinen Wert nicht. Der Mensch schon. Wird ein Mensch beschimpft, bespuckt, beschimpft, sagte ich schon, und schlecht behandelt, dann fühlen wir uns wertlos. Wir verlieren unseren Wert mit der Zeit. Der nächste Schritt ist die Meditation. Wenn wir dann endlich 40 Jahre alt sind, damit wir die ersten 6 oder 12 Jahre gut verarbeiten können, entdecken die meisten Menschen die Meditation. Das heißt, wir gehen nach dem Fremdwert wieder zurück in den Leerwert oder in die Wertleere, also nichts drinnen, um uns wieder mit dem Selbstbewusstsein zu befüllen, mit dem wir hier auf diesem Planeten angedüst sind. Und so hat sich heute in unserer Frühstücksrunde vom Verein Menschen wachsen, Verein für Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung, ein wundervoller Kreislauf entpuppt, würde ich einmal sagen. Holt euch einen Anker, den ihr mit Ich bin wertvoll aufladet. Wir haben heute dazu einen grünen Klebepunkt genommen. Dieser grüne Klebepunkt bedeutet jetzt für mich und für all die Teilnehmer an unserem heutigen Vereinsfrühstück: Ich bin wertvoll. Und jedes Mal, wenn ich auf mein Handy blicke oder ins Geldbörsel oder auf dem Rückspiegel von meinem Auto klebt jetzt einer, im Badezimmerspiegel klebt ein grüner Punkt, dann weiß mein Unterbewusstsein automatisch: Ich bin wertvoll. Also, viel Freude mit diesem kleinen Tipp, mit deinem Selbstwert und seid gnädig zu euren Kindern. Sie nehmen alles sehr persönlich. Alles Liebe. Und viel Freude, stimmungsvolle Grüße von mir zu dir.